Yeah, Rock'n'Roll am Girls Day. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Gastreplay von World of Tanks. Ich bin Sonossi und kommentiere heute von Redkiller 2014 auf Ruinberg im Black Prince. So, warum Girls Day? Genau, weil ich heute mal zwei Gefechte von zwei Mädels kommentiere. Und da gucken wir mal. Mal sehen, dass die auch Panzer fahren können und schießen können. Ja, wie ihr seht, habe ich ein neues Visier. Ich habe mir mal das Demoplast draufgehämmert. Wollte das mal ausprobieren, unter anderem halt auch wegen Arti und auch hier mit dem Minimalistischen. Ist ein bisschen anders als das vorherige und ja, ne, man gewöhnt sich an alles. Also ich bin selber noch so ein bisschen in der Findungsphase, weiß es auch noch nicht so ganz genau. Arti-technisch gefällt es mir ganz gut und ja, ansonsten gucken wir mal. So, also Black Prince T7er der Briten. Ist der Vorläufer vom Carnarvon, Nachfolger von Churchill 7. Wie man sieht, also ein wahrer Turnschuh, also ne, 20 km/h, da ist er auch relativ schnell. Also es ist jetzt nicht so, dass der halt wirklich lange braucht, sondern dass er auf Top-Geschwindigkeit ist. Ja, die ist ja auch nicht schnell, ne. Also selbst im freien Fall irgendwie mit Freibieren, sich Bullen im Nacken und so weiter, mehr als 20 ist nicht drin. Das wird nichts, aber ansonsten, also ich habe den gerne gespielt, muss ich sagen. Alleine war der immer ein bisschen freaky, weil, ja, lieber im Zug drücken wir es mal so aus. Als Top-Tier total geil. Also von vorne, man darf halt nur dem Gegner nicht die Seite zeigen, da ist er wirklich weich. Aber von vorne echt Hammer. Also im T7er-Match, boah, die Gun ist auch ganz nett. Wir können mal eben gucken, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Der braucht ein bisschen, bis er da ist. 171 Durchschlagskraft mit 150 Pene, Quatsch, umgedreht. 171 Durchschlagskraft, 150 Average-Schaden. So, 239 mit Gold und mit HE zu vernachlässigen, 38, also kein Hash. So, irgendwie hat da gerade das Gute gepackt. Die Gun an sich selber ist relativ genau. Man muss sie bloß wirklich einzielen lassen. Ansonsten, ja, wie die anderen auch. Also Snapshots sind halt meistens ziemlich schwer zu treffen. Oh, KV1 sollte jetzt nicht sowas machen. Und hier sieht man, also man kann mit dem auch relativ wirklich aus der Fahrt schießen. Ja, kommt dran. Boah, da wurde dann wer anders dran. Aber gucken wir mal. Also man sieht 4000 Gefechte, noch nicht so wirklich viel Erfahrung. Ne? Also gerade erst angefangen, in Anführungsstrichen halt. Und ja, gucken wir mal. Also Begegnungsgefecht spiele ich auf der Map relativ gerne. Kann man nochmal gucken, wenn hier rechts die Seite leer ist, dann kann man da sogar durchrollen. Und das Geile mit dem Black Prince ist halt wirklich, ihr könnt, also man kann wirklich rein ins Getümmel halt. Ne? Also wirklich ran. Bisschen gewinkelt das Ding, so minimal halt, ne, und die kommen mit ihren Standard-T6-Kniften, T5-Kniften, kommen da auf Verdeih und verderbt nicht durch. Das Ding ist also wirklich geil gepanzert und, also die Gun, sie schießt halt relativ schnell. Man sieht, ne, alle 4,8 Sekunden, ich weiß gar nicht, was da für eine Mannschaft drin ist, ob das überhaupt schon alles voll ist. So, also man sieht auch schon, geht so ein bisschen in den Side-Scrap mit rein. Ja, kann das hier wunderbar. Die sind noch vorne drin. Das muss er langsam nochmal gucken. Ja, genau. IS vorne aufs Laufrad. Vorne angewinkelt kommt man eigentlich immer durch. So, alleine. Jetzt könnte sie genau. Jetzt kann sie ein bisschen vorfahren. Wieder sehen, dass man genau den Winkel hält. Genau. So, jetzt hat sie den dahinter zerlegt. Ich meine auch, klar, ein Jagdpanzer 4 muss natürlich auch in die erste Reihe rein. Da ist der voll toll. Erstmal die Hellcat weggeräumt. Genau. So, da kommt der nächste Kollege. So, und in der Situation würde ich jetzt versuchen, weil die Gun ja relativ schnell ist, vorne aufs Kettenlaufrad zu schießen. Aber man sieht, die kommen da alle nicht durch. Schön angewinkelt. Jetzt vielleicht brennt sogar gleich noch die Karre ab. Wunderbar, genau. Ich wollte gerade sagen, er hat doch gebrannt. So sieht das aus. So, 5 zu 8 steht es oben. Die stehen da immer noch mit 1000 Panzern drin. Immer noch schön gewinkelt. Die kommen dann nicht durch. Also das ist wirklich toll. Ja, schade. Nee, das wird nix. So, jetzt muss man mal gucken, was auf der anderen Seite. An wirklich schwerem Gerät ist da eigentlich nichts mehr. Das ist eigentlich für einen Black Prince ist das jetzt richtig geil. T25-2, der hat sowieso so eine Affengun drauf. Die hat halt auch nicht so viel Durchschlag. Ist halt wie von der Hellcat 10 Pene mehr. So, der ist andersrum beschäftigt. So, genau. Und gleich schon weitergedacht. Ach, der VK, der lebt noch. Na, das ist natürlich jetzt auch toll, dass der andere Typ das dann nicht gebacken gekriegt hat. Eieiei. Stube Emil ist an der Seite abgeprallt. Jetzt würde ich aber auch erstmal wegfahren. Genau. So, das heißt, da müssten noch welche drinstehen.
So, gucken wir mal. 1200 Schaden, 7 zu 11. Also, das sieht ziemlich eng aus. Also, wenn sie jetzt es hinkriegt, die wirklich mit der Front überall gegenzustehen, dann ist das gar nicht so verkehrt. Das muss wehtun, genau. So. Also, solange sie nicht umrunden, sieht das alles gar nicht so schlecht aus. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt ist es ein bisschen doll gewinkelt, 45 Grad. Oh, ich sterbe. T-150 geschossen, KV-85 getroffen. So, auf der rechten Seite, die kloppen sich da auch noch. So, wer sich jetzt gerade über einen kleinen Cut gewundert hat, da hat es mir gerade irgendwie das Replay irgendwie stehen geblieben, warum auch immer. So, auf jeden Fall muss ich gerade erstmal wieder reinkommen. So, da haben wir jetzt den sturen Emil, genau, dem auch wunderbar eine reingehämmert. Ja, habe ich in letzter Zeit schon zwei, drei Mal gehabt, dass mir irgendwie die Replay stehen geblieben sind. Und, ja. Also man sieht auch hier wieder, schön im Sidescrap wieder, stehen auf dem sturen Emil. Sture Emil ist auch wesentlich gefährlicher. Weil sie nicht weiß, ob der Top Gun hat, aber der scheint 6,9 Sekunden ist, müsste die kleine Gun sein beim sturen Emil. Angezeigt wird es ja nicht, aber genau, da würde ich mich auch erstmal zurückziehen. Und jetzt hier richtig schön erstmal auf den T1 Heavy drauf, genau. So, den erstmal weghämmern. Genau, so, wunderbar, da steht es 9 zu 13, also das wird noch eine ganz enge Geschichte. Naja, gucken wir mal, hier steht es 9 zu 14, ach du Scheiße. 6 Panzer noch über. Und die haben alle, sind gar nicht mehr alle so low irgendwie, die haben also noch gut HP, mal gucken. So, jetzt habe ich rechts gerade, genau, der T25-2, da auf jeden Fall noch gucken, der hat zwar nicht mehr viel, aber macht auch 260er Schellen. So, mal gucken. Der wurde nichts. Ja, da stand sie zu schräg angewinkelt. Da hat man gesehen, das waren also mehr als 45 Grad. So, erstmal die Su-85 weg. Genau, so. T25-2 gebounced. Und jetzt gucken, dass man irgendwie am Helm punktgenau da hinkommt. So, genau. So, jetzt der Emil. Jetzt sehen, dass er da drauf fährt. Genau, der hat von vorne auch nicht viel. Genau, gleich wieder in Sidescrap rein. Richtig gewinkelt. Gefällt mir sehr gut. Wunderbar, Madame. So, jetzt haben wir noch T-150, also drei Stück sind noch. Ja, warum der nicht durchgegangen ist, das verstehe ich immer nicht, ne? Weil sie hat vorne auf dem... Ja, sie hat ihm die Kette gezogen jetzt und hat keinen Schaden gemacht. Das heißt, hat vorne aufs Kettenlaufrad geschossen und macht keinen Schaden. Das sind dann immer die Schüsse. Warum? Aber schön T-150 auf die Unterwanne, genau richtig, einfach drauf da. Baff, weg, wunderbar. So, da haben wir noch KV-85, noch ein T-150. Die haben aber auch beide, ich guck mal eben, beides One-Shots. Also das könnte auf jeden Fall klappen. Sie hat noch ganz gut HP. Und wieder schön in den Winkel rein. Nicht zu stark winkeln. Also man neigt immer dazu, ein bisschen stark anzuwinkeln. Das könnte schon fast zu viel sein. Ah, schön zwischen Turm und... Na, kommt sie noch? Jawohl, wunderbar. Oh, damit sind es dann schon mal 9 Kills. So muss das sein, astrein. So, dann wollen wir gleich mal gucken. Da haben wir noch den anderen T-150. So, genau. Einfach mal abwarten, was da jetzt noch kommt. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ja, da würde ich sagen, da kommen wir mal ganz kurz zur Auswertung, ne? Also besser kann man es nicht machen. Alleine gegen 6 zum Schluss noch alles weggehämmert. Tja, wunderbar. Da sieht man also auch etwas unerfahrenere Leute, die vielleicht nicht die besten Statistiken haben, ne? Funktioniert auch. So kann man auch Panzer fahren. Ja, wunderbar gemacht, Madame. Gefällt mir gut. So, also kommen wir mal zu den Auswertungen. Also, wir haben die Pool-Medaille für 10 Kills. Wir haben die Kolobanov-Medaille. Wir haben die Steelwall. Wir haben die Top Gun, also den Krieger, das Großkaliber. Die Büchsen logischerweise gemeistert. 5 von diesen kleinen Geraffel-Medaillen, die momentan der geschmissen kriegt. Und noch die Gun-Markierung kriegt die erste. Joa, Glückwunsch dazu. Dann 42 Schüsse abgegeben. 34 Treffer, 32 davon penetriert. Macht 3.838 Schaden und 2.950 abgewehrt. Ja. Mehr bleibt nicht zu sagen. 43.000 Credits rausgekriegt, 2.388 Erfahrungspunkte mit Premium. Ja, kommen wir gleich zum nächsten Match. Bis gleich, hoffe, hat euch gefallen und ja, dranbleiben.
So, da geht's mal weiter mit der zweiten Runde der Gastreplays von World of Tanks. So, wir befinden uns auf Flugplatz mit dem E50. Joa, T10 Top-Tier, beiden Seiten einer Arti. Und ja, wir sind ja immer noch dabei. Heute werden mal die Mädels kommentiert. Tankel 92 im E50. Joa, gucken wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Ja, E50, der T9er Medium der deutschen Vorläufer vom E50N. Und ja, das Ding ist... Also von vorne, wenn ihr da drauf schießen wollt, schießt nicht auf eine Wanne. Das ist, also die ist wirklich, man sieht von der Winkelung her, das Ding ist echt bretthart. Ansonsten aber, wenn ihr einen vor euch habt, ballert dem einfach auf den Turm. Also das, da kommst du, also wenn du triffst, kommst du von vorne immer durch. Gerade also ein T8er, T9er, also wirklich viel Panzerung ist da nicht. Das geht also eigentlich ganz gut. Also man sollte mit dem Ding nicht wirklich hold down stehen. Also was mit dem Teil richtig gut geht, ist RAM. Weil er auch relativ agil ist. Das heißt, also wenn der irgendwo gegenfährt, dann macht er auch ein bisschen Aua. Könnte jetzt böse zungen, würde behaupten, passend für ein Mädel, ne? Hust, hust. Nein. Und, ja, wie gesagt, nur nicht hold down stehen. Das ist immer so eine Sache bei dem Ding, weil die ballern euch alle wirklich ungepflegt durch den Turm durchhalten. Das hat einfach keinen Nährwert. So, dann mal gucken. Also man sieht, das Ding ist auch auf gerader Strecke relativ agil. 55 Klamotten. So. Sorry, I don't understand. Naja, gut. Ja, man... Durch, 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 durch. Ja, das ist natürlich super, dass der Bulldog jetzt da hinten hier hinballert, weißt du? Der, wo man sich auch so denkt, Alter, leckst mir doch an die Füße. So, aber der Bulldog wird sich jetzt, denke ich mal, nicht mehr wirklich sehen lassen, weil sonst kriegt er gleich nämlich schön Schellen. Ja, wie gesagt, das neue Visier ist noch drin, ne? Also 8,3 Sekunden Nachladezeit. So, wenn sie Glück hat, die Gun ist nämlich extrem genau, wie man gesehen hat. Die hat aber auch auf den Punkt dahin geschossen, wo sie hingezielt hat. Also sehr geile Sache halt, ne? Und wenn er jetzt Glück hat, kriegt er gleich noch eine vor den Karton. Der Kollege da. Es wird nichts angezeigt, aber der Turm könnte passen. Ah, schade. Bisschen abgerutscht, die Gun. Ja, der Scout muss weg da hinten. Also die, wenn da ein Scout steht, das ist extremst nervig. Also da könnte so mal eine Arti gucken, die Splash hat, ob sie da hinten einfach mal einen hinwämst halt und dann einfach den Typen da mit dem Splash wegnimmt. So, der Bulldog macht sich vom Socken, das ist gut, der müsste eigentlich platzen, genau, da gucken sie dann alle hin. So, das war wichtig, jetzt kann man hier oben nämlich wesentlich anders agieren. So, das ist die gleiche Position, wie letztens auch der Leo gestanden hat, also man sieht wirklich, wenn man hinkommt hier oben hin, bewegen halt, ne? Oh, jetzt müssen wir mal gucken, dass die Gun runterkriegt. Genau, Röhrchen runter. So, wunderbar, der Tiger 2 hat's gecheckt und jetzt kommen hinten die beiden anderen und müssen ihn eigentlich dann wegmachen oder wie auch immer. Jetzt kann sie wieder vorfahren, dem Tiger noch eine knistern. Wunderbar, genau. So, ich muss dazu sagen, zu dem Replay gibt es leider keine Statistiken, weil das irgendwie mit dem Hochladen nicht hingehauen hat. Ja, ich lese das dann einmal ganz kurz vor halt und dann am Ende des Games und dann wird es trotzdem sein. Gut. Oh, hinten noch der Centurion in der Ecke. Also man sieht wirklich von hinten, man kommt hier extrem gut überall ran. Na, klappt's? Jawohl, so ist das schön. Hätte man die letzten 25 natürlich auch noch kaputt machen können. Nein, bleibt wieder stehen. So, steht 5 zu 4, 2200 Schaden mittlerweile. Jo, damit kann man losgehen. Und da sieht man auch mal wieder, auch die Mädels können Panzer fahren. Ja, ja. So, linke Seite, 215B steht noch bei G5, der dürfte nicht so das Problem sein, dürfte nicht so viel machen. Wunderbar, der ist auch weg. So. Steht da vorne noch T95. So mittendrin statt nur dabei. Der ist da unten. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Wenn der jetzt wirklich vorfährt, hat der gleich ein richtiges Problem. Genau nämlich das. Jetzt räumelt der dann nämlich hin, dreht sich gleich zu ihr hin und kriegt gleich, wenn die anderen es nicht verpeilen, was sie tun. So, genau richtig. Gar nicht auf nichts einlassen. Genau. Schön von der Arti eine 900er Kelle gekriegt, wenn ich gerade nicht verguckt habe. Ja. Ne, so geht's dann einfach. Der hat sich schön beigedreht halt, ne, weil er hier oben den E50 haben wollte. Hat sich also in eine Situation gebracht, wo er nicht wieder rauskommt. Total behämmert. Dreht sich jetzt weg. Sie kann schön vorziehen und hämmert ihn gleich hoffentlich schön ein in die Seite. Genau so ist richtig. Ja, also der hat sich selber umgebracht halt, ne? Das war total klotzenhohl, da überhaupt hinzufahren mit so einem Panzer, weil man kommt nicht mehr weg. Das heißt, ich bin hier oben, der wusste, dass hier oben einer steht, dass auf dem Berg welche sind halt und da durchzufahren auf so offenem Gelände, dann für die Arti offen, ja,
Tank selber weggeschmissen. Aber nun gut, ja, steht 8 zu 7. Also ist immer noch nichts gewonnen, nichts verloren. Ich muss nur mal gucken, dass die, ja, dass die IS-7 hier nicht rumzieht, weil dann könnte sie nämlich Probleme haben. Also man sieht kein Gold mit dabei. Wirklich nur AP und HE. Wir können mal eben gucken vom Durchschlag her. 220, also das ist jetzt auch nicht so die Welt. Ich meine, zum Flankieren reicht das alles. Das ist überhaupt kein Problem halt. Und das Problem ist halt wirklich hier zu stehen. Also ich freue mich immer, wenn hier ein E50 steht. Ne? Also wenn ich jetzt in der E7 bin, freue ich mich, wenn ein E50 hier steht. Warum? Weil sie steht halt hull down. So, und das ist jetzt... Na gut, das ist ein bisschen Pech gewesen, dass der vorne das Kettenlauf nicht durchging. Schöne Wemse von der Art. Genau, so. Und das ging jetzt nämlich schön durch den Helm durch. Da muss man nämlich extremst aufpassen mit dem Panzer. Man fühlt sich relativ sicher halt, wo man denkt so, ah, ich stehe doch cool down und so weiter halten und guckt, lass nur den Turm rausgucken, hab eine kleine Kommandoluke und so was. Ja, und dann, ja, Pustekuchen, weil der Turm ist halt wirklich so weich. So, und gleich wieder vor, genau, und landen wieder weg. Also man kann, das kann man natürlich machen halt, also auch, oder im Sidescrap, das funktioniert auch, aber jetzt mit dem Object ins Face-to-Face würde ich mich nicht einlassen. Abwarten, wir haben Zeit. Gut, der zieht sich zurück. Da hat sie jetzt auch Glück gehabt, dass der nicht drauf gezielt hat, sonst hätte es auch in die Hose gehen können. Aber sieht schon mal gar nicht schlecht aus. 3779 Schaden. Gut, Object hat natürlich schön ins Sidescope reingeballert. 14,8 Sekunden Nachladezeit. Das heißt, sie kann noch einen zweiten Schuss setzen. Macht sie jetzt genau richtig, was sie weiß. Der hat so lange Nachladezeit. So, zack, rin und wieder vor. Genau richtig gemacht. Sehr schön. So, wunderbar. 12 zu 8. So, die Luzi ist durch. Was steht denn da noch rum? Ah, der steht hinter dem Stein. Da kommt da nicht ran. So, jetzt mal gucken, dass man eventuell seine anderen da vorne unterstützt. Jo, das war schön in Stein geballert. Selber aufspotten ist nicht mehr. Weil der Kommandant ist tot. Also denen, da könnte man jetzt überlegen, okay, Mensch, ich habe so viele Leute um mich rum, die auch ein bisschen Sichtweite haben. Stehe sowieso zweite Reihe, komm, den Kommandanten lasse ich erstmal weg. Hat zwar minimal vielleicht länger Nachladezeit oder so weiter, aber komm, aufgeschissen. Ne, weil... Vielleicht zerlegt es mir nochmal den Gunner oder den Richtschützen oder so weiter. Den bräuchte ich dann schon noch. So, und hier würde ich jetzt wirklich gucken. Würde ich jetzt machen. Also ich würde runterpushen jetzt halt, ne? Ich würde da jetzt runterwemsen halt und einfach Achokaracho drauf. AMX 50B. Ja, komm. Genau. Genau, richtig schön in die Seite. Wunderbar. Einfach humorlos weggewemst. Löwe gegen Rheinmetall. Also der Löwe, ja... Wir sind ja nicht mehr so Freunde. Schönes Ding. So muss das sein. So, jetzt haben wir noch die Arti. Hab ich aber auch nicht gesehen, nicht einmal gesehen, wo sie hergeschossen hat. Also von daher, da kam nicht wirklich was. Aber naja, einen Schuss soll sie, wenn er nicht gerade irgendwo einen Volldurchschlag hat. Also was wirklich komischerweise geht beim E50, ist, wenn man mit der Arti, also ich spiele nur die Franzen rein bisher, hinten oben, hinten drauf schießt. Dann, na, wird's was? Ja, aber leider nicht den Kill, wa? Nee. Aber immerhin 5201 Schaden. Also da gibt's wirklich nichts zu meckern. Ja, kann man, ja. Was will man mehr? 5200 im 10er-Match. Wir haben bewiesen, Frauen können auch Panzer fahren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und, jo Mädels, feuert weiter aus allen Rohren. Bis dahin dann. Ciao.